Servus und willkommen bei Mission 5. Hier kommen wieder 5 Fakten für dein Geld. Wir starten jetzt durch ins Wochenende und verraten dir in diesem Video, was kommt jetzt? Der beste Börsenmonat seit 1987. Wir analysieren, bei welchen Aktien jetzt noch was gehen könnte im Jahresendspurt und schauen auf sehr spannende Signale vom Anleihenmarkt. Und jetzt legen wir los. Was stimmt eigentlich nicht mit dem Monat November? Der beste Börsenmonat seit 1987. Der Dow Jones macht einen Plus von 11,8% und Small Caps haben so gut performt wie praktisch noch nie. Und das, obwohl doch bald der große Zusammenbruch kommen soll. Oder wie man es immer wieder in den Kommentaren liest, dass die Krise ja noch lange nicht vorbei sein soll. Wohlgemerkt Krise mit IE geschrieben, ganz wichtig. Das scheint wohl das Zeichengeheimnis zu sein unter den ganz besonders aufgeklärten Leuten, die diese Videos schauen. Spaß beiseite. Die Fakten sind ganz klar. Bester Börsenmonat seit 1987. Fear and Greed ist relativ hoch, aber gefühlt kenne ich jetzt keinen, der aus dem Häuschen ist. Also eigentlich sind alle so ein bisschen am Abwarten, fragen sich, ja, lohnt sich jetzt noch Aktien zu kaufen, sollen wir jetzt noch einsteigen? Eigentlich müsste jetzt der Impuls sein, dass alle sagen, ja klar, rein da, das steigt immer weiter und das haben wir gefühlt momentan überhaupt nicht. Dabei müssten die Bullen doch eigentlich aus dem Häuschen sein, zumindest wenn man auf die Statistik blickt. Was ist passiert in der Vergangenheit, wenn ein so guter Börsenmonat aufgetreten ist, mehr als 10% plus in einem Monat? Ja, was war da los? Da schauen wir uns mal drauf. Und zwar, was der S&P 500 historisch gemacht hat seit 1962. Da sehen wir jetzt die ganzen guten Monate. Oben ist der Januar 1987. Das ist der Monat, der jetzt ständig zitiert wird. Und dann seht ihr auch den November 2020 hier mit einem Plus von 10,8%. Und da sehen wir schon danach kurzfristig schon einiges rot, aber je länger man blickt und dann gerade auf die 6 und die 12 Monate, dann findet man nur noch ganz wenig Minus. Also da ist schon sehr viel grüne Fläche und vor allem, wenn man da mal drauf schaut, hier 31%, 37, 22,3, also in der letzten Spalte, da könnte zumindest rein statistisch noch einiges gehen. Und jetzt kommt noch eine lustige Spielerei zum Thema Jahresendrallye. Wenn wir mal nur auf den Dezember schauen, dann haben wir statistisch eine Siegquote sozusagen von 100%. Und zwar, wenn man den Zeitraum betrachtet von Januar bis November, wenn nämlich da der Index um 10-15% gestiegen ist, und da sind wir jetzt genau drin, dann haben wir eine December-Win-Ratio von 100%. Da blicken wir jetzt mal drauf. Und da seht ihr oben links jetzt Januar bis November der Return. Und also über 15%, das hatten wir jetzt nicht, sondern die zweite Zeile 10-15%. Dann ist der durchschnittliche Return im Dezember, also die durchschnittliche Performance-Rendite 3,3%. Und wie gesagt, die Win-Ratio liegt bei satten 100%. Der Dezember ist natürlich traditionell und auch statistisch ein sehr, sehr starker Monat. Also da jetzt richtig short in die Eisen zu steigen, da muss man schon Eier haben. Und momentan ist der Flow ja auch auf jeden Fall noch da. Aber wenn wir jetzt mal nicht nur auf die Indizes schauen, nicht nur auf dieses Geplänkel, sondern auf die Anleihenmärkte, dann wird das Ganze schon ein bisschen spannender. Jetzt kommt eine sehr überraschende Grafik zum Thema Anleihen. Und zwar sind das Unternehmensanleihen. Das können wir jetzt mal einblenden. Und wenn man da sozusagen das Verhältnis sieht von US-Unternehmensanleihen zur Inflationserwartung, dann seht ihr schon, das ist ganz unten und zum ersten Mal quasi ein negatives Verhältnis. Und das muss man sich wirklich erstmal vorstellen. Und jetzt kommen wir zu unserer magischen Marke. Die hat auch was mit Anleihen zu tun, haben wir zum ersten Mal vorgestellt vor 2 Wochen in Mission 5. Da gab es noch keinen Weihnachtswahnsinn. Für alle, die sich heute gewundert haben, warum kam denn da so ein komisches Türchen am Anfang? Gut, klar, Weihnachten, das haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen. Aber die Mission Money hat den Weihnachtswahnsinn gestartet, jeden Tag ein Video. Und damit ihr nichts mehr verpasst, hier unbedingt unseren Kanal abonnieren und dann auch noch das Glöckchen drücken. Dann werdet ihr sofort alarmiert, wenn der Weihnachtswahnsinn und wenn irgendein neues Video online geht. Aber jetzt zur magischen Marke und die ist sehr interessant. Wie gesagt, könnt ihr euch nochmal reinklicken hier oben ins Video vor 2 Wochen, wer das verpasst haben sollte. Es geht darum, ganz verkürzt gesagt, ich kann es euch nochmal detailliert erklären, wenn die Anleihenrenditen steigen oder die Tech-Aktien quasi steigen im Kurs, dann rutscht das näher zusammen und je näher das zusammenrutscht, dann kommt man irgendwann zu einer magischen Marke sozusagen und wenn die erreicht ist, dann gilt das als Verkaufssignal. Also das hat in den letzten Jahren sehr gut funktioniert, also wenn man sozusagen zu dieser Marke verkauft hat, dass Aktien dann einfach unattraktiv sind und dann wahrscheinlich viele das abstoßen und da nähern wir uns momentan dieser kritischen Marke. Vor 2 Wochen, können wir mal einblenden, da waren die Renditen von 10-jährigen Staatsanleihen bei 0,84%. Jetzt
Jetzt sind wir mittlerweile schon bei 0,94. Also das, was viele erwartet haben, dass das ein bisschen steigt, das ist jetzt tatsächlich eingetreten. Und es ging damals um eine Steigerung von 30 Basispunkten. Jetzt haben wir 10 Basispunkte erreicht. Aber es müssen nicht nur, was ich gerade gesagt habe, die Renditen steigen von den Anleihen. Das ist sozusagen ein Faktor, 30 Basispunkte. Dann kommt sozusagen das näher. Es können auch gleichzeitig die Tech-Aktien steigen. Und da blenden wir jetzt mal den Nasdaq ein als Gradmesser. Und da sehen wir schon, ja, ist jetzt nicht durch die Decke gegangen, aber hat schon ordentlich angezogen. Wir haben das Ganze noch nicht vollends erreicht, aber man sieht schon, die Luft wird dünner. Und jetzt haben wir noch eine interessante Grafik, weil viele sich momentan vielleicht fragen, ja, wo stehen wir denn eigentlich und welche Branchen für 2021? Ständig wird Value gespielt, das sagen sehr viele Experten. Hat ja auch vor kurzem der Beck bei uns gesagt, Value, gut, Value warten natürlich einige schon seit 10 Jahren drauf, muss man fairerweise auch sagen. Jetzt mal die Frage, wie ist denn so ein typisches Schema? Einfach mal um ein Gefühl zu kriegen, und das können wir jetzt mal einblenden. Es geht nämlich um den Marktzyklus und dann natürlich auch, wie sich die Wirtschaft sozusagen entwickelt. Und da gibt es natürlich schon grundsätzlich Muster, wo man sagen kann, okay, wenn das passiert, dann sind eher die Branchen gefragt. Natürlich zum Beispiel die zyklischen Konsumgüter, wenn dann sozusagen sich ein Bullenmarkt ankündigt, wenn man der Aufschwung sich ankündigt. Und jetzt seht ihr hier schon, geht es reihum, dann kommen sozusagen ganz am Ende die Banken und die Versicherungen sozusagen in der späteren Aufschwungphase dann, wenn man schon eigentlich in die frühe Rezessionsphase übergeht. Jetzt haben wir nur ein Problem momentan. Es ist ein bisschen schwer zu definieren, denn jetzt ist natürlich die Frage der Zeitraum, welchen nehmen wir denn? Und wir hatten natürlich eine Rezession, aber jetzt sind wir eigentlich gefühlt schon relativ schnell wieder wahrscheinlich im Aufschwung drin. Also es ist ja wirklich eine Sondersituation, und das sieht man auch daran, dass zuletzt gefühlt eigentlich alles gestiegen ist, also diese irre Sektorrotation, also Bankenversicherung, wenn man sich das mal genauer anschaut, die haben ja zuletzt extrem zugelegt, sogar die europäischen Banken da 30-40% gemacht. Also da sieht man schon, dass alles ein bisschen aus den Fugen geraten ist, aber trotzdem grundsätzlich ist das, glaube ich, ganz gut, um mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. Und jetzt kommen wir zur Frage der Woche. Und das ist die Frage, die mir, glaube ich, am meisten gestellt wurde in den letzten Tagen. Überall unter den Videos sowieso, privat auch und auf Instagram auch. Natürlich Palantir. Ja, letzte Woche habe ich da einen Teil verkauft. Das haben wir bei Mission 5 gebracht. Am Samstag, das ist aber schon zwei Tage davor passiert, am Donnerstag. Und zwar habe ich da bei 27 bin ich raus. Und dann habe ich tatsächlich gleich wieder Kauf eingestellt. Und lustigerweise, das stimmt wirklich, Leute. Das klingt jetzt schon wieder nach Seifenoper hier. Hier sind zwei Zeugen, 18,80 Euro. Weil ich mir da gedacht habe, 27, also wenn ich jetzt nachkaufe, dann muss es schon runtergehen. Und ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass ich da reinkomme, schon gar nicht so schnell. Also bei 18,80 eingestellt, so ein bisschen, das ist so dieser Bitcoin-Lifestyle nach dem Motto, man nimmt wirklich mal ein Kursziel, was richtig tief ist, und irgendwann fällt es dann schon drauf, wenn man Glück hat bei den Kryptowährungen. Und Freitag, kann ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, haben wir das Video gedreht, und Mittag habe ich ja noch gesagt, ja, jetzt hat sich ein bisschen beruhigt, Palantir, also sozusagen die Rallye ist erstmal vorbei. Ich glaube, da war es so bei 26 dann so rum. Und Freitagnachmittag war ich gerade auf dem Weg zum Edeka einkaufen, nachmittags so um 5, glaube ich, war es, 5:30. Und dann natürlich schaut man auf die App, was machen so die Aktien, und dann fängt da Palantir an, richtig abzusaufen. Hier, Peter Blöd ist schon nervös geworden, Matze war dann, glaube ich, du warst dann auch schon drin, glaube ich, oder? Warst du, ja? Der ist richtig nervös geworden, haben wir natürlich hier Screenshots hin und her geschickt, und dann habe ich mir gedacht, ja gut, kann von mir aus gerne noch ein bisschen weiterfallen. Aber eigentlich auch nicht, weil ich bin ja noch investiert. Also irgendwie ist das dann immer so ein bisschen zweischneidig. Aber es ist ja dann auch nicht schlecht, wenn man noch mal ein bisschen günstiger reinkommt. Und dann bin ich tatsächlich, weil jetzt alle gefragt haben, hast du schon nachgekauft? Ja, bei 21,60 dann, 21,30, 21,60. Und dann tatsächlich ist es ja noch weitergefallen. Ich glaube, das Tief war jetzt, ich glaube 18,40 oder sowas. Also tatsächlich 18,80 ist dann auch noch aufgegangen. Und jetzt gibt es einen Insight, und zwar von der Wall Street, was die Analysten da so treiben. Und jetzt ist ja die Frage, was ich am Anfang angekündigt habe, bei welchen Aktien geht denn jetzt noch was? Also selbst bei den Palantirs war jetzt zuletzt erstmal die Luft raus. Jetzt wollen natürlich alle wissen, vielleicht kann man dieses Jahr doch noch was machen. Vielleicht gibt es noch ein paar Aktien, die Luft nach oben haben. Natürlich auch schon mit Blick aufs nächste Jahr. Und da ist es ganz spannend, sich mal anzuschauen, ja, wen haben denn die Analysten da auf dem Zettel mit den höchsten Kurszielen oder sozusagen mit dem höchsten Kursziel im Vergleich zum aktuellen Kurs, also höchstes Kurs. Potenzial und dann natürlich auch Kaufüberzeugung. Und da ist alles sozusagen reingerutscht, wo mindestens 50% von den Analysten, die das kann man die Aktie zum Kauf raten. Und da sind jetzt die Top 10, das können wir mal einblenden. Also das ist Upside to Average
Price Target, was ich gerade gesagt habe, also sozusagen das Durchschnittspotenzial der Analysten. Und da sehen wir schon ein paar Aktien, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Zettel hat. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass das die besten Aktien sind. Das heißt natürlich auch nicht, dass das so kommen muss. Aber es ist natürlich mal ganz interessant, wo es da vielleicht eine Diskrepanz gibt. Und wie gesagt, das sind einfach mal ein paar Inspirationen. Könnt ihr euch vielleicht mal anschauen, selber recherchieren. Können wir jetzt natürlich nicht alle im Detail hier durchgehen, sonst würde das Video schon wieder eine Dreiviertelstunde dauern. Aber ich glaube, da sind mal zumindest zwei, drei neue Namen dabei, die man sich mal anschauen kann. Und wie gesagt, die vielleicht noch nicht alle total heiß gelaufen sind. Und jetzt kommen wir zur Geldidee, denn Stockpicking, da sind sich momentan die meisten einig, ist schon durchaus wichtig. Also man sollte nicht nur blind auf diese Indizes schauen. Das hat ja auch Markus Koch bei uns am Donnerstag im Interview sehr schön geschildert. Und auch der Chefanlagestratege von der Allianz hat das vor kurzem gesagt, das ist jetzt auch nichts Neues, aber es ist natürlich nicht falsch. Und jetzt schauen wir uns mal die Top-Picks von Morgan Stanley an, wenn es um Wachstum geht fürs kommende Jahr. Und da ist auch unter anderem unsere Geldidee dabei. Da sehen wir jetzt so Klassiker wie Alphabet, Amazon, Apple, DocuSign kennen natürlich auch sehr viele, Facebook, Lululemon, Mastercard, Microsoft, Netflix, also Tesla, Salesforce, sind viele Klassiker dabei, aber auch vielleicht eine Aktie, die noch nicht alle kennen und die auch noch nicht so lange an der Börse ist, und das ist Datadog. Jetzt die Frage, was macht Datadog eigentlich? Das verrät der Name schon. Nein, es geht nicht um Hunde, sondern um Data, also um Cloud-Anwendungen. Also Datadog bietet eine Software für seine Kunden, also eine Software, mit der kann man dann sämtliche Cloud-Anwendungen kontrollieren, überwachen und steuern. Also eine ganz praktische Sache. Und jetzt blicken wir mal auf den Chart von Datadog. Ich habe es ja vorher schon gesagt, die sind noch nicht so lang an der Börse. Am Anfang ging es natürlich erstmal hoch, dann wurde es ein bisschen holpriger, dann ging es richtig steil nach oben zuletzt, aber richtig zurückgekommen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann das denn sein, wenn die jetzt gerade frisch sind, ein gutes Debüt hingelegt haben und so stark wachsen, warum verkaufen die Leute denn da reihenweise? Ja, es liegt an den hohen Erwartungen. Also da gab es dann einen konservativen Jahresausblick, und natürlich bei so jungen Unternehmen, die noch nicht profitabel sind oder waren, sind natürlich die Erwartungen ans Wachstum immer extrem. Also da, die Börse ist da wirklich gierig, hat einen gierigen Schlund, und wenn da nicht komplett über die Ziele sozusagen hinausgeschossen wird, dann kann es schon mal sein, dass die Leute sagen, ja gut, suche ich mir vielleicht eine andere Aktie, die da noch mehr Potenzial verspricht. Wir haben es zuletzt bei Palantir gesehen, wie das dann, wenn so eine Aktie dann Fahrt aufnimmt, dass das völlig aus dem Ruder laufen kann ins Positive und wie schnell das dann auch mal zurückgehen kann. Das heißt dann aber natürlich noch lange nicht, dass die Aktie schlecht sein muss. Und wenn man auf die Fundamentaldaten bei der Aktie schaut, dann sieht das auch wirklich nicht schlecht aus. Im jüngsten Quartal wuchs der Umsatz um 61%, aber die Vergangenheit ist uns natürlich wurscht. Wir wollen es mal in die Zukunft blicken, und da ist Datadog auch schon mal strategisch ganz gut aufgestellt. Die stellen sich jetzt nämlich nicht gegen die Großen, sondern die arbeiten mit ihnen zusammen. Zum Beispiel eine Kooperation im Herbst dieses Jahres eingegangen mit Microsoft. Da geht es natürlich dann um die Azure-Plattform, also sozusagen die Cloud von Microsoft. Und das ist natürlich strategisch schon mal schlau. Und jetzt kommen wir zu den Fundamentaldaten. Das können wir mal einblenden. Stichwort Gewinn. Es wird natürlich immer interessant bei solchen Unternehmen, die viele Vorschusslorbeeren haben, die stark wachsen, wird es interessant, wenn sie profitabel werden. Und da sehen wir, da wird damit gerechnet, dass das in Q4 schon im vierten Quartal der Fall sein könnte. Und dann könnte die Luzi natürlich danach richtig abgehen. Jetzt kommen wir abschließend noch zur Inspiration dieser Woche, und das ist eine spannende Innovation aus der Schweiz, und zwar vom Sportschuhhersteller On Running. Und die haben jetzt was eingeführt, was auf den ersten Blick oder auf den ersten Klang völlig bescheuert klingt, und zwar ein Abo-Modell für einen Laufschuh. Ja, tatsächlich, das werden die machen. Du zahlst 30 Euro im Monat, genau genommen 29,95, und kriegst dafür einen Schuh. Du kaufst den nicht, sondern du zahlst quasi per Abo pro Monat und darfst dann diesen Schuh benutzen. Klingt erstmal völlig bescheuert. Klingt jetzt auch erstmal so, als würden wir jetzt Werbung für die machen. Nee, keine Angst, das ist keine Werbung. Ich will euch einfach damit nur zeigen, wie sozusagen diese Netflixisierung des Abendlandes immer mehr um sich greift und wie genial dieses Abo-Modell ist. Und solche Aktien habe ich auch einfach gerne im Depot, wie zum Beispiel Adobe und Microsoft, die das ja auch genial hinbekommen haben. Zum Beispiel Microsoft mit seiner Cloud, mit Office, da zahlt man, glaube ich, was kostet das immer im Monat, 7,95 oder sowas, irgendwie so um die 7, 8, 9 Euro. Adobe, glaube ich, ist auch so 6,99 oder 7,99. Früher musste man sich halt Photoshop kaufen für relativ viel Geld, jetzt kann man sich es quasi einfach mieten. Und jetzt wollen Sie mal vorstellen, ich weiß jetzt nicht, ob die Idee so schlau ist, also marketingtechnisch sicher, dass man einen Schuh quasi im Abo-Modell hergibt. Das soll genau heißen,
Cyclone heißt dieser Schuh. Also du bist dann quasi in so einem exklusiven Zirkel drin. Also man kann diesen Schuh nicht kaufen, man kann ihn nur mieten. Und die Idee ist quasi, der ist völlig recycelbar. Also das ist diese Kreislaufwirtschaft. Und die Idee ist, wenn der Schuh quasi hinüber ist, da kann man sich jetzt streiten, ist das nach 6 Monaten, nach 9 Monaten. Wenn du eben viel läufst, dann kann sich das vielleicht schon lohnen, dann ist es nicht ganz so teuer. Und dann kriegst du quasi, wenn du diesen Schuh kaputt gelaufen hast, kriegst du einfach einen neuen. Und da er natürlich recycelbar ist, ist das dann theoretisch auch für die Umwelt ganz gut und es ist dann eben immer dieser Kreislauf. Also ob das jetzt eine gute oder schlechte Idee ist, darum geht es mir gar nicht. Ich wollte euch das jetzt auch mal zeigen. Ich habe nämlich auch erst gestaunt, als ich das gelesen habe, habe mir erst mal gedacht, was ist das denn? Und wenn man sich dann genauer durchdenkt, ist die Idee gar nicht so blöd. Und wie gesagt, es geht einfach darum zu sehen, wie dieses Abo-Modell immer mehr um sich greift und ihr greift hoffentlich auch um euch bei den Mission Money Videos. Also wir haben jetzt jeden Tag eins rausgebracht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das alles noch schauen könnt, aber wir haben es versprochen. Jetzt ziehen wir es auch durch und natürlich kommt morgen auch schon das nächste Video. Wie gesagt, wenn ihr es nicht verpassen wollt, unbedingt unseren Kanal abonnieren und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, danke für euer Vertrauen und die vielen tollen Kommentare. Bleibt stabil, genießt den zweiten Advent. Alles Liebe, bis bald. Ciao.